Ich bin in Wien geboren, ich bin in Niederösterreich aufgewachsen und ich habe gemacht Kunststoffingenieurswesen, Werkstoffingenieur. Da habe ich so die ersten Berührungspunkte mit Plastik bekommen. Ja. Hast du wieder Plastik für mich? Ich habe schon gegeben. Hast du schon gegeben? Ich habe noch 2, 3 Stück. Okay. Ich immer gegeben. Super, brav. Ich wollte dann eigentlich in die Sportgerätetechnik, also Prothesentechnik, Skiproduktion, Skientwicklung rein. Und im Hinterkopf war aber trotzdem noch dieses Plastik. Wird gleich begrüßt von einem Zelt. Das ist mein Schleifzelt. Also da drinnen schleife ich die Plastiksachen, wenn ich so zum Beispiel, also Plastik kann man ja wie Holz bearbeiten. Man kann schleifen, man kann schneiden ohne Probleme. Wie, was ich hasse, ist diese doppelte Werbung mit Klebestreifen. Das macht es halt irrsinnig mühsam zum Recyceln, weil du musst das halt runterbekommen. Sonst schmelzt du das ein und es wird verbrannt. Ja, das ist so mein kleiner Raum. Das sind die ganzen Stöpsel. Und habe dann wirklich so immer wieder mit 2 Jobs, weil es ist halt schwierig für einen Künstler, der jetzt, sage ich mal, nicht studiert hat auf der Bildenden oder Angewandten, dass man da irgendwie ernst genommen wird oder so, ist es immer ein bisschen schwieriger. Ich mag auch. Tust du auch für mich sammeln? Ja. Super. Aber dann muss ich hol es. Für mich einen Tisch machen. Ja, ich mache für dich, was du willst. Genau, ja. Was du willst. Jetzt wird was Großes. Schön, alle kommen und ja? Sagen, von wo hast du das? Ja, schau, siehst du. Wie schon erzählt vorher, war ich im 16. Bezirk im Atelier. Da hat es dann angefangen, dass ich gesagt habe, okay, stört es euch, wenn ich da mal einen kleinen Ofen kaufe von Willhaben. Ganz billig, ganz also ein used one. Hier wird gleich aussortiert, also Plastiksackerl kann oben bleiben, der wieder weg. Plastik ist für mich jetzt auch kein gefährlicher Stoff. Es hat uns sehr viel erleichtert, aber die Entsorgung des Plastiks oder die Handhabung, damit umzugehen, das ist für mich sehr wichtig und das möchte ich auch den Leuten näher bringen, dass sie das jetzt einfach nicht so in der Natur wegschmeißen, sondern es gibt schon getrennte Mistkübel. Wir können das trennen, wir können das gut, gerade in Wien, verbrennen auch gut. Und das möchte ich eigentlich den Leuten so ein bisschen näher bringen, das war die Motivation dahinter. Genau. Aber Kunde sagen, von wo hast du, wie hast du gemacht das? Ja, ist super. Und dann kannst du sagen, es ist alles nur aus Müll, aus Plastik. Oh, das hat halt. Magst du gleich den haben? Genau, so wie das. Oder ich kann mal dieses Glas wegmachen und dann. Kann man Glas wegmachen und ich mache dir da drauf, ja. Ich liebe Plastik aufgrund dessen, weil es so verschieden ist. Also wir haben Thermoplaste, das ist das Hautplastik, das ich verwende. Das sind eben diese Plastikstöpseln. Man kann sich das so vorstellen, man kann das einschmelzen, das schmelzt so bei 140 Grad und verformt und man kann es einfach in neue Formen gießen, man kann es in neuen Formen ziehen und wenn es kalt wird, bleibt es in dieser Form und das macht einfach dieses Material so interessant. Ich habe diesen partizipativen Hintergedanken, partizipativen Grundstein, dass ich zu den Leuten gehe und sage einfach, gebt mir euer Plastik, ich schaffe daraus was und es kommt auch bei den Leuten einfach super an, wenn die sagen, hey, das ist aus meinem Müll geworden, das hat quasi ich mit dir geschaffen zusammen und das ist halt irgendwie das Tolle, also dieses Zwischenmenschliche auch, dass man mit den Leuten zusammenarbeitet. Machen wir. Bring ich mir. Sehr gut. Dankeschön. Der Hocke ist gescheit schön. Ja, da gibt es ganz viele schöne. Die haben auch einen, ich weiß nicht, ob sie ihn da haben. Muss man fragen, die waren, da war die Besitzerin damals nicht da, ich weiß nicht, was die, viele nehmen das auch nach Hause. Die Trafik vorne, die hat das nie draußen stehen, ich war drinnen, die nimmt das nach Hause. Die großen Herausforderungen sind eigentlich, dass es wenig Maschinen gibt oder wenig Erfahrungen, die mir gezeigt haben, wie es gehen könnte. Also ich habe das alles für mich selber herausfinden müssen. Wieder aussortieren ein paar Sachen, gell, dass es so schnell geht. Vom Waschprozess hin, weil du kannst das jetzt einfach nicht in die Waschmaschine hauen, weil da auch Mikroplastik an die Umwelt abgeht, bis hin zu banalen Dingen wie Handschuhen, also mit welchen Handschuhen greife ich
das geschmolzene Plastik an. Viel Plastik noch drauf, das ist so auch Mikroplastik. Auch Farbe oder hier bleibt auch teilweise Plastik hängen. Da habe ich gehabt als erstes solche Lederhandschuhe, wo das ganze Leder dann auf einmal im Plastik drin war. Dann habe ich gehabt Handschuhe, die irgendwelche Oberflächenstrukturen aufgewiesen haben und das hat natürlich dann das Plastik übernommen. Und das waren so ein paar Herausforderungen, die ich vorher für mich herausfinden musste. Incredible. Bis hin zur Presse, das war eine sehr große Herausforderung, mit der habe ich wirklich so ein halbes Jahr gekämpft, also mit den Formen, die ich extra dafür angefertigt habe für die Platten. Da habe ich oft falsches Holz verwendet und ich arbeite mit einer 15-Tonnen-Presse und wenn der Gewicht drauf liegt, sind mir teilweise die Platten auseinandergesprungen während dem Pressvorgang. And we press. And you can hear the sound. Like the plastic, the air in the plastic. Jetzt kommt es am Boden. Ja, so bleibt man fit. Ah, schaut super aus. Noch sehr heiß. Ja, sehr zufrieden. Man sieht so, dass das Plastik wandert. Eine sehr dicke Platte. Also man sieht, schöne dicke Platte, interessante Muster drinnen. Grundkonzept war immer wieder blau, weil das ist halt der größte Anteil. Könnte jetzt theoretisch die Platte noch verformen. Also man könnte wirklich mit Druck. Sehr heiß. Und was ich auch immer gern mache, ist, wenn es schon so heiß ist, dann tue ich mir leichter und ich nehme das gleich weg. Für die Aufrichtung, also das wird so eine Floridsdorfer Schlingermark, die wird dann eben hier hin. Ich schätze mal, dass das ein sehr starker Anteil an Blautönen ist, weil eben ich sehr viele Milchstöpseln bekomme. Und deshalb werden wir so mit einem Blauton das Mosaik anfertigen. Vielleicht werde ich noch so ein, zwei Raunstöne als Signalfarbe reingeben. Ich versuche schon vielleicht, dass in Zukunft dass man nicht mehr so viel Leine produziert oder Sachen produzieren braucht, sondern mit diesen vorhandenen Materialien arbeitet oder umgehen kann. Also das finde ich echt spannend, mit dem zu arbeiten, was wir eigentlich schon in die Umwelt gebracht haben, in den Kreislauf. Das wäre echt spannend.